Der liebe Gott, der ist allgemein bekannt als Beachvolleyball-Fan. Er ist einer seiner größten Schöpfungen. Er ist Vize-Weltmeister, Zweiter beim World Tour Final. Deutscher Meister ist er auch irgendwann mal geworden. Hier ist Jüldis Tole. Moin. Moin. Geht's dir gut, mein Lieber? Ja, doch. Mir geht's sehr gut. Danke. Und dir? Ja, bei mir ist auch alles klar. Ich darf ja heute ein Interview mit dir machen und bin sehr gespannt, wie du auf die Fragen antworten wirst, denn wir machen heute oder wollen von dir wissen, wer deine MVPs sind. Und wir steigen direkt ein und fragen dich, wer ist für dich der beste Beachvolleyballer aller Zeiten oder Beachvolleyballerin? Boah, das ist schwierig. Also, mein großes Idol ist der Phil Dallhauser. Ich weiß nicht, Statur ähnlich, wie der spielt. Das ist einfach die Granate, das war immer mein Vorbild. Bin mir bei den Männern mittlerweile aber nicht mehr so sicher, weil was der Anders Mohl da teilweise so abliefert, ja, das ist nicht von dieser Welt und könnte mir schon gut vorstellen, dass man den irgendwann als besten Beachvolleyballer aller Zeiten bezeichnet. Bei den Frauen ist es relativ einfach. Ich glaube, Laura und Kira, die haben wirklich 20-30% über allen gespielt und sind da für mich ganz vorne dabei. Wer ist dein MVP, wenn es um deine Freizeit geht? Mit wem hängst du am liebsten ab? Ja, ich hänge sehr gern mit meiner Familie ab. Wir haben ja häufig gar nicht so viel Freizeit, weil wir auch viel auf den Turnieren sind. Mit dem Clemens habe ich eine richtig gute Zeit unterwegs. Dann gerne mit meinen guten Kumpels, mit meiner Freundin natürlich. Und habe das Glück, dass ich da viele nette Menschen um mich herum habe. Sehr gut. Du hast schon gesagt, Phil Dallhauser war dein beachvolleyballerisches Vorbild. Gibt es auch ein deutsches Vorbild, zu dem du aufgeschaut hast? Brinkreckermann, das war schon. Ich habe tatsächlich bei meiner ersten U17 deutschen Meisterschaft am Bostalsee das Olympiafinale geschaut und das bleibt in Erinnerung, wie die agiert haben, auch wie sie das Ganze angegangen sind. Also Julius Brink, der sicherlich nicht das größte Talent war und sich 15 verschiedene Aufschlagvarianten auf höchster Qualität erarbeitet hat. Das ist schon sehr beeindruckend und wir probieren da auch vieles ähnlich zu machen, wie die das früher gemacht haben. Ja, man muss das Rad ja auch nicht immer neu erfinden. Ihr habt ja auch einige in eurem Staff, die auch Brink-Reckermann und dann auch Ludwig Walkenhorst immer begleitet haben. Wer ist für dich die größte Spielerpersönlichkeit? Also irgendjemand, der heraussticht als Person, muss jetzt gar nicht direkt mit dem Spielerischen zusammenhängen. Oh, schwierig. Also als erstes fällt mir tatsächlich der Böcki ein. Ich habe früher mit dem viel trainiert, da war ich so 18, das war meine erste Saison mit Max zusammen. Die beiden auf dem Weg zu Olympischen Spielen, unser Training. Wir waren eine Trainingsgruppe mit Max und Walle und Lorenz als weiteres Team und den beiden. Und wir haben uns da fleißig gebettelt, Max und ich damals Quali gespielt, die haben uns voll ernst genommen, haben das genutzt, was wir da eben hatten und fand das ganz, ganz beeindruckend, wie er ja, Beachvolleyball für sich definiert hat, wie er auch ja, Beachvolleyball gelernt hat, wie er das verstanden hat. Der, ja, von dem habe ich, glaube ich, vieles mitgenommen und ist auch immer noch ein guter Kumpel von mir. Ja, kann ich bestätigen, richtig cooler Typ, vielleicht auch einer der Spieler, der aus seinem Potenzial das absolute Maximum rausgeholt hat. Das ist auch immer was ganz Beeindruckendes, finde ich, wenn nicht nur Talent in der Wiege liegt, sondern auch ganz, ganz viel Arbeit. Und ich denke, auch davon kann man sich sicherlich etwas abgucken. Julius Tole ist ein richtig cooler Typ, ein super netter Kerl und wir drücken ihm alle Daumen, die wir haben, dass das in den nächsten Wochen gut für euch weiterläuft. Drücken euch natürlich die Daumen für die Olympischen Spiele, wenn sie dann stattfinden. Und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Bis bald. Ciao. Danke dir auch. Ciao.